Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Autobahnpolizei Simulator 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und diese Folge werden wir natürlich weitermachen mit den Missionen, beziehungsweise mit den Story-Missionen, sage ich es einfach mal. Weil letzte Folge haben wir auch Missionen gemacht, aber die gehörten halt nicht zur Storyline dazu. Und wir werden jetzt erstmal den Besprechungsraum freischalten. Ich glaube, den brauchen wir nämlich für die nächste Mission. Und genau, das machen wir. Wir gehen auf Bestätigen. Müssten eigentlich das jetzt hier bekommen haben, wenn es dann funktioniert. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich müsste es jetzt funktionieren, ja. Okay, Leute. Wir schauen mal, ob das funktioniert so. Gut, dass Sie kommen. Bleiben Sie gleich hier. Der Zoll bittet um unsere Hilfe und wir haben gleich ein Meeting. Es geht um Waffenschmuggel. Oh, nehmen wir an auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf. Ich möchte Ihnen Petra Schäfer vorstellen. Sie ist eine Kollegin vom Zoll und bittet um unsere Mithilfe. Vielen Dank, Herr Becker. Der Zoll hat Informationen, dass illegale Waffentransporte im Einsatzbereich Ihrer Autobahn durchgeführt werden. Aus diesem Grund wollen wir in einer gemeinsamen Aktion eine große Anzahl von LKW untersuchen und hoffen, dass wir einen dieser Waffentransporte finden. Im Grunde genommen bedeutet das, dass wir LKW-Kontrollen durchführen, uns dabei aber ausnahmsweise nur auf die Ladung konzentrieren. Verschwenden Sie dabei also keine unnötige Zeit mit der üblichen Kontrollroutine. Nun machen Sie sich auf den Weg. Alles klar. Okay, Leute, das machen wir. Erreiche Zielort. Also LKW-Kontrolle, aber nur die Ladung kontrollieren. Ganz, ganz wichtig. Und ja, wieder was freigeschaltet. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir düsen mal. Natürlich nicht mit unserem zivilen Fahrzeug, sondern hier natürlich mit unserem, ich sag mal, Polizeiauto. Und einem wirklichen Polizeiauto. Okay. Mit Blaulicht brauchen wir, denke ich, jetzt mal nicht fahren. Ich guck mal unter Karte, ob wir uns da irgendwo hinsetzen können. Nö, da fahren wir das erste Mal tatsächlich hin, wie es so aussieht. Nee, dann können wir auch gar nicht. Können wir auch gar nicht. Okay, dann fahren wir da hin. So, fortsetzen. Einmal den Rückwärtsgang finden. So, und dann geht es weiter. So, jetzt muss ich mal klarkommen hier. Zack, zack, zack. Ich hoffe, dann hast du gleich wieder die FPS hochgehen, weil es natürlich auch viel schöner mit anzusehen ist dann. Und zu spielen ist, muss ich auch nochmal sagen. Okay, dann machen wir das. Also, mit dem Zoll zusammenarbeiten. Es soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden. Das ist lebensgefährlich. Wagen 11, könnt ihr übernehmen? Wir, Wagen 11, sind auf dem Weg. Danke, ich schicke also die ungefähren Koordinaten auf euer Navi. Mit dem Zoll zusammenzuarbeiten dürfte sehr interessant sein auch. Ich denke mal, da werden wir neue Elemente des Spiels kennenlernen. Und ja, dürfte hoffentlich Spaß machen. Hoffen wir auch, dass alles so funktioniert, dass die Bugs nicht überwiegen. Da muss man leider, man muss leider daran denken aktuell, dass es halt noch zu Problemen kommen könnte. Aber Leute, wie sagt man so schön, eigentlich soll man mehr optimistisch sein, nicht und nicht pessimistisch. Also wir sind optimistisch. Optimistisch, dass alles läuft. So, und dann brettern wir mal dahin. Machen wir mal Außenperspektive, dass es für euch abwechslungsreich ist. Naja, aber so viel Unterschied ist da jetzt auch nicht. Alter, der kann doch nicht einfach rüberziehen. Meine Güte. Junge, Junge, Junge. Ja, okay, ich bin auch vielleicht ein bisschen dösig gefahren. Mag halt sein. Ah, stoppe das Fahrzeug. Okay. Wagen 11 hier, was gibt's? Bei dir in der Nähe gab es einen Unfall. Zwei Lastwagen sind beteiligt. Soweit wir wissen, gibt es keine Verletzten, aber Ladung auf der Fahrbahn. So, mal gucken, ob es reagiert auch.
Ist halt die große Frage, ob das reicht. Ja. Boah. Mindestens einer der beiden LKW hat Teddybären geladen. Zentrale, kannst du das wiederholen? Wir fahren mal daneben, würde ich sagen, weil... Das ist korrekt. Okay, wir sind gleich da und schauen uns das mal an. Wir fahren deshalb daneben, weil sonst der KI-Verkehr wieder uns hier alles wegschrubbt. Sagen wir es mal so. Gut, wir reden mal mit dem Fahrer. Oh, dies ist eine LKW-Kontrolle. Könnte ich bitte in Ihren Frachtraum schauen? Nur zu, ich habe nichts zu verbergen. Okay. Oh, untersuche die Ladung. Okay. Ja, ich müsste einmal hier was untersuchen. Ich fühle mich aber so ein bisschen... Hä? Hallo? Hilft dich eventuell einmal hier... Ich kann nichts untersuchen. Ich kann nichts anklicken. Nee, aber so geht das nicht. Ich muss ja... Moment. Ich konnte gerade nichts anklicken, Leute. Kann ich mal offen machen? Ah, jetzt mit F geht es. So, und dann öffnen wir das auch mit F. Ging auch manchmal mit den Pfeiltasten, dass ich durchswitchen kann, geht aber auch nicht. Ah, oh Mann. Das kann doch echt nicht sein hier. Ach, Leute. Ich kann ja aber auch nicht verlassen. Nichts, also. Nochmal öffnen. Ah, jetzt hat er irgendwas. Jetzt hat er gerade irgendwas gefunden, okay. Weil ich irgendwie noch da habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, Leute. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das Ding. Hallo? Achso, bin gerade außerhalb des Games gekommen. Okay, einmal bitte schließen. Wir sprechen wieder mit dem Fahrer. So, da bin ich wieder. Ihr Container war leer, bis auf diese beiden Sachen hier. Was hat es denn mit dem Teddy und dem Schuh auf sich? Na, verboten ist das nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Genauso wenig wie vernünftige Antworten zu geben. Naja, ich hatte Altkleider in meinem Container und da muss das drin geblieben sein. Genau. Ah, okay. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir die beiden Objekte behalten, oder? Nee, machen Sie ruhig. Gut, dann war es das schon. Auf Dokumenten und eine weitere Fahrzeugkontrolle verzichten wir dieses Mal. Gute Weiterfahrt. Okay, wir sollen in unser Auto steigen. Das kriegen wir hin. Ja, auch das war wieder eine schöne Kameraperspektive gerade. Es ist, das, sowas ist ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich, weil die... Wieso hast du den alten Teddy und den Kinderschuh mitgenommen? Ich habe das Gefühl, dass da viel mehr hintersteckt, als der Fahrer uns erzählt hat. Nenn es Intuition, wenn du willst. Du kriegst langsam ein Gespür für sowas. Auf ein Gefühl, danke schön, sollte man sich stets verlassen. Dankeschön, das freut mich zu hören, Hans. Mensch, bist aber netter. So, wir fahren jetzt mal. Zurzeit verfolgen Kollegen ein flüchtendes Fahrzeug. Wir müssen dringend die Auffahrten vor ihnen blockieren, damit keine weiteren zivilen Fahrzeuge auffahren. Na
Wagen 10 hier. Sind gerade da und übernehmen einige Auffahrten. Wagen 6 hier. Ich glaube, wir können uns nicht widersetzen. Also, wir müssen. Wagen 10 und Wagen 6. Koordiniert euch untereinander und gebt Gas. Die Situation ist kritisch. Können wir nicht? Können wir hier nicht abfahren? Ne, wie es aussieht, müssen wir mal eben gucken. Karte. Ne, wir müssen da rumfahren. Ja, okay. Nützt alle nichts, Leute. Müssen wir tun. Auf geht's. Mach ich mal eben Speed an. Okay, wie viel müssen wir eigentlich kontrollieren? 2 reichen noch, oder? 2 müssen wir erreichen. Müssen wir bis dahin fahren. Aber ich denke, das kriegen wir gerade so hin. Gerade so. Nicht erschrecken, die Baule ist immer von hier. Wir melden uns freiwillig. Sollen wir dir ein Autogramm mitbringen? Nein, danke, nur die Eskorte. Verstanden, sind auf dem Weg. Teilweise fehlt ja auch die Vertonung vom Funk, also das passt manchmal überhaupt nicht. So, hier fahren wir dann einmal ab und dann wieder auf der anderen Seite drauf. Und dann sollten wir das Ziel schnellstmöglich und hoffentlich erreichen. Boah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. So. An alle Einsatzfahrzeuge. Es soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden. Das geht das hier nicht, oder was? Wagen 11, könnt ihr übernehmen? Muss ich das jetzt hier verstehen? Ah ne, wir fahren noch weiter, okay. Nicht, dass wir uns hier, weil das Navi, das darf man auch nicht vertrauen. Also manchmal nicht hier in diesem Game, weil, Wagen 11 sind ja, auf dem Weg. Auch nicht danke, so dolle. Ich schicke euch die ungefähren Koordinaten auf euer Navi. Auch nicht so dolle, Leo. Jetzt gucken wir doch mal. Es muss aber eigentlich klappen. Hier fahre ich jetzt aber definitiv raus. Ja, hier können wir auch nicht weiter. Das ist sehr gut. Und dann fahren wir jetzt einmal hier im Kreisel. Schnell wie der Blitz, Leute. Unterwegs hier, aber da ist eine rote Garre, die fährt hier. Oh, nee. Wir haben einen Unfall mit Staubildung. Wir müssen schnellstmöglich eine Rettungsgasse bilden für das Rettungsfahrzeug. Die Zivilfahrer bekommen das nicht alleine hin. Können wir ein bisschen schneller fahren? Wäre das möglich? Wir sind auf dem Weg. Wir sorgen dann mal für ein bisschen Verkehrserziehung. Verstanden, Wagen 4. Bleibt aber höflich. Mal sehen. Okay. So, jetzt überholen wir mal. Sonst fehlt das hier nicht. Sonst kommen wir nie an. Aber wir wollen hier ankommen. Wir wollen ja wirklich ankommen. Also ich zumindest. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Und, wollte das hier eigentlich sogar abschließen heute. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Und wieder hier dieser rote. Oh, oder ein anderer roter. Wir wissen noch nicht, worum es sich genau handelt. Wagen 8, könnt ihr das übernehmen? Ach, Leute. Wir machen uns direkt auf den Weg. Mittlerweile wissen wir, worum es sich bei der verlorenen Ladung handelt. Es sind Waschmaschinen. Waschmaschinen, ey. Hab ich auch schon viel Folgen gehört in diesem Spiel. Ja, ja, Leute. Gerade im Autobahnpolizeisimulator, gerade in solchen Spielen, muss die KI funktionieren. Und also die fährt, man fährt auch nicht mit so wenig km/h über die Autobahn. Das geht doch so nicht, Entwickler. Das geht doch so nicht. An alle Einsatzfahrzeuge. Da das Team krank geworden ist, das eigentlich auf Zivilschalter gehen sollte, brauchen wir einen Ersatz. Wer kann das übernehmen? Ich nicht. Ich fahre jetzt erstmal LKW kontrollieren. Wir haben schon Verspätung hier. Läuft bei denen. So. Gleich sind wir da, Leute. Gleich sind wir da. Mal gucken, was der nächste dabei hat.
Aber Teddy, wir haben ja schon eingesackt. So. Wagen 11 hier. Wir melden uns freiwillig. Sollen wir dir ein Autogramm mitbringen? Nein, danke. Nur die Eskorte. Gleich haben wir es geschafft. Oh, guck mal, die Polizei, die dreht wieder hier durch. Aber wir haben es hier unter Kontrolle. Übrigens, mit G27 fahre ich gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich es mit Tastatur sich fahre. Ja. Eigentlich gerne mit Lenkrad. Natürlich muss man es aufbauen, aber ich denke, es ist einfach noch ein besseres Fahrgefühl, was man da hat. Und ich merke, gerade im Autobahnpolizeisimulator brauchst du es halt mehr, weil du halt rumfährst. Eigentlich war es eine ganz gute Lösung, die wir hier dann gefunden haben. An alle Einsatzfahrzeuge. Da das Team krank geworden ist, das eigentlich auf Zivilschalte gehen sollte, brauchen wir eine... So, dann wollen wir die Matrix starten. Einmal Signale am Matrixanzeige. Wieder anhalten. Bitte anhalten. Danke. Oh. Wie die meine Vollbremse machen. Wir parken wieder daneben oder leicht daneben. So. Ob das so gut war, da nah zu parken, weil sonst kriegen wir nicht die... Ja, egal, komm. Wir riskieren. Boah, da war ein groß. Das ist ein großer LKW. Muss man schon sagen. Mal gucken. Schönen guten Tag. Wir führen hier gerade eine Stichprobenkontrolle von LKW auf diesem Autobahnabschnitt durch. Dürfen wir Ihre Ladung bitte inspizieren? Guten Tag. Schauen Sie ruhig nach. Aber bitte recht schnell, ich muss noch einen Termin einhalten. Vielen Dank. Das wird auch nicht lange dauern. Okay, Leute, let's go. Wir sollen uns beeilen. Gucken, ob wir das hinbekommen. Untersuchen wir das doch mal. Ah, da haben wir da schon was. So, Ladung gesichert, das ist gut. Können wir dann weiter rein irgendwie? Ah. Oh, eine Waffe, Leute. Eine Waffe. Da haben wir eine Waffe gefunden. Jetzt reicht hier. Kommen wir mal zu den... Dann sprechen wir mal mit dem Herrn. So, haben wir es jetzt? Oh ja, wir haben es. Sie kommen mit zur Wache. Wieso das denn? Stimmt etwas nicht? Das kann man wohl sagen. Woher kommen die Waffen, die Sie hier transportieren? Waffen? Wieso Waffen? Ich weiß nichts von Waffen. Oha. Der LKW wird beschlagnahmt und Sie bringen wir zur Wache. Dort wartet eine Kollegin vom Zoll, der Sie alles in Ruhe erzählen können. Sie sind verhaftet. Okay, dann kann ich weiterfahren. Wir machen aber noch ein Foto, bevor wir hier aufhören. Natürlich hier. Wir müssen davor stehen, ein bisschen lächeln. Ah. So. Einmal fotografieren. Sehr schön. Und dann beenden. Jupp. Dann fahren wir zurück. Steige in dein Auto ein. Dahin sitzt da drin der Übeltäter. Der Schmuggler. Da habe ich auf meine alten Tage mal einen dicken Fisch. Warum fährt er weiter, der LKW? Sorry, ich meine natürlich wir. Siehst du, Hans? Man ist nie zu alt. Alles klar, okay. Wir gehen auf Karte. Fahren mal zur Wache. Da sollen wir doch hin, ne? Guck nochmal eben. Für einen dicken ja. Der LKW fährt weiter. Läuft. Es ist kurios, wirklich. Oh Mann. Aber akzeptieren wir. Hey, jetzt werd bloß nicht frech. Dann würde ich sagen, informier... Alles klar, gut. Jetzt müssen wir erst Herr Becker informieren. Ich muss erst mal mit dem sprechen hier. Alles klar, machen wir das. Wir informieren den Herrn mal. Den Chefe. Den Boss. Was auch immer.
Ach, guck mal, da ist sie, Frau vom Zoll. Da hätten wir unseren Verdächtigen. Der ganze Laderaum war voller Waffen. Gute Arbeit. Da hatten Sie den richtigen Riecher. Ja, dank Ihnen konnten wir viele Waffen aus dem Verkehr ziehen. Wir übernehmen ab hier. Okay, Mission abgeschlossen. Sehr gut, Leute. So muss das sein. Ja, ich würde sagen, das Video ist auch abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und tschüss.